Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Australien Map mit dem Guten und den David. Tach! Wie macht der Zug? Tut, tut! Nee, noob, noob! Achso. Mal eine andere Frage. Müssten wir nicht auch mal irgendwie was arbeiten? Ich stand jetzt die letzten 5 Minuten von dem. Ja, Park Mensch, davor, es gibt genug Lohren. Arbeit. So ist es ja nicht. Du musst dir die Arbeit schon mal selber suchen. Warte mal, der grubbert hier auch. Ach, der grubbert ja schon Maisfeld. Ja, ich bin hier doch voll in Action. Ich mache hier Kilometer wie sonst jemand. Wer ist denn gerade oben? Lass mich mal hoch. Ach so, nee, warte, ich bin schon oben. Ach komm, wir starten den jetzt einfach mal. Sag mal, hatten wir nicht eine Waschanlage? Nee, wir haben eine Waschanlage beim Händler. Haben wir zufälligerweise einen Schneidewerkswagen mitgekauft? Nein, gell? Nö, nö. So wie wir uns kennen, haben wir das nicht. Da haben wir auf den Euro geguckt. Schätze ich mal. Der Händler ist jetzt wieder eine ganze Ecke, gell, von der Farm. Aber wenn du das zurücksetzt, dann ist er sauber. Ich hab Geld. Das hatten wir hier schon mal. 2 Minus, aber... Ja, ich auch. Er hat das Konto umgestellt. Wahrscheinlich, als er mich gekickt hat oder so. Ja, ja. Damit wir wieder Minus machen. Habt ihr noch Geld? Nee. Noch nicht mal Minus. Oder Scheiße. Ich verkaufe jetzt mal die Mähwerke, ne? Bäh. Mäh. Bayer Müll. So kann ich das Schneidwerk nicht anhängen. Jetzt. Wie jung. Du musst hier mal mit Köpfchen tüdeln. So wie im letzten Part, ja? Deine... Flugzeug wollen wir nicht machen, oder was? Oh, hätte ich auch Bock drauf. Was? Wenn du jetzt das Mähwerkzeugs verkaufen willst. Na gut, das ist doch eh nichts Gescheites, oder? Kühe wollen wir machen, aber dann mit Big M, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, Ausloch, Ausloch. Welcome to Australia. Wieso hast du hier so einen Maisstreifen stehen lassen? Und wieso braucht der Gruber so unglaublich lange? Wieso? Der arbeitet doch mit 15 km/h oder so. Ist ja, aber okay. Der braucht unglaublich lange. Ja Mensch, das ist auch Fläche. Musst du mal dran denken. Der macht richtig einen Riss, Mensch. Mensch, 17 geht auch, ne? 17? Jung, wir sind alle nicht mehr 17. Nee, du. Nee, du doch. Bald. Psst. Ich bin auch nicht mehr 17. Stimmt. Wird unten das Maisfeld schon gegrubert? Ja. Ich weiß es nicht. David grubert, ja? Ja. Das ist schon mal schick. Ich verkaufe gerade das Mähwerk. Ach so, das ist ja Gruber und Sämaschine in einem, ne? Wo? Nee, Mais nicht. Ach so, nee. Wo ist denn die Sämaschine, David? Für was? Oh, für Mais. Die müsste da an der Farm schon sein. Das ist auch vierfach Australien, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Schon ein ordentlicher Brecher, so eine Australien-Map. Ja. Auf jeden Gute. Die Wege dauern immer beschissen lange. Das stimmt allerdings. Aber es könnte auch sein, weil sie nur geradeaus gehen, dass einem das so vorkommt, so zeitlich gesehen. Und ja, aber wenn man sich die Felder anguckt, dann ist Feld 31, glaube ich, schon bald so groß wie Feld 40. Und Feld 31 ist nix im Vergleich zu den ganz großen Feldern. Da hast du recht. Muss ich dir jetzt einfach mal recht geben. Ja, Mensch. Endlich hat der Junge mal begriffen. Ich habe übrigens gerade einen schönen 30er Ping, Mensch. Fällt mir gerade so auf. Wer? Ja. Habe ich ganz vergessen, dass man jetzt den Ping anzeigen kann. 30er ist aber auch nicht der Reiser, oder? Ja, aber ist okay. Aber ein 30er Pin ist schon ganz schön. Boah. Junge, Junge, Junge. Gibst du mir eben die Rechte zum Verkaufen? Achso, müsstest du haben. Ja, Mensch, wenn du das sagst, dann tüdel ich. Müsstest schon haben. So, da ist ein bisschen was auf dem Konto passiert, du. Wie viel ging? 5000, kann das sein? 6.000, 7.000? Da müsste bündig sein. Aber irgendwie hat er noch Unwucht.
Ich wollte nicht eigentlich beides verkaufen und beides steht in der gelben Fläche, aber das andere erkennt er irgendwie nicht. Jetzt kriegst du nochmal 17, Mensch. Uiuiuiuiuiui, fast 900. Hä? Haben wir jetzt. Oh, 210 fehlen noch. Das sollte mit der BGA-Schaufelei locker passen, oder? Ja, ganz locker, das sind 10 Schaufeln. Aber wir machen ja hier auf Pussy, 11, ne? 11 Schaufeln. So, ja, dann würde ich sagen, ja, ich sehe jetzt gerade an, warte mal, wir sehen doch nirgendwo anders an. Lass uns jetzt erstmal komplett säen und dann machen ich wir das Gespüle. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir wenigstens das Silo erstmal kurz fertig machen, schnell, und dann ansehen schicken, weil da können wir da eine Weile schaufeln. Ist das eine Feld, was denn schon angefangen wurde zu säen, denn schon fertig? Welches Feld wurde schon angefangen zu säen? Ich dachte Feld 32, oder? Ja, nee, das ist nur eine viertelste Spur Saat gerade. Ach so, okay. Also das ist noch. Kann jemand. Oh, warte, ich tapp selber rein. Ist natürlich blöd, dass das dann schon reif wird und alles andere nicht und so. Ja, die eine Spur, die verkraft noch. Mal 45% BGA. David! Ja? War das ein Seufzer oder ein Gähner? Ein Gähner? Ein Däner? Ein Däner? Ein Däner MC? Döner. Ein Gomme-Mode. Ey, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe heute einen Döner zum Abendbrot gegessen. Nee. Doch, ist kein Scheiß, ne? Ich hatte Hackfleisch-Käsesuppe, die war richtig geil. Hackfleisch-Käsesuppe? Das habe ich noch nie gehört. Das ist richtig geil. Also aber angebratenes Hackfleisch genial. Und dann so Schmelzkäse und Zwiebeln. Und Wasser. Und Wasser. Bei uns hier wird auch mit Wasser gekocht. Was? Ja. Schmelzkäse, Hackfleisch, Zwiebeln. Und die isst du dann so richtig so richtig schön ordentlich Hackfleisch, weißt du? Boah. So richtig so 5 Kilo Hack pro Teller. 5 Kilo Hack, gehen immer. Pro Schwein, Teller. Halb Rind. Halbe Schwein, halbe Rind. Und Marcella, ich hab Ruhe. Das ist gut, auf jeden Fall. Das geht runter wie Öl. Ja, klingt gut. Bei mir gab es heute einen Döner mit Kräutersüßlein. Mit Kräutersüßchen? Warum nicht Knoblauch? Weil ich habe gestern Abend zum Abendbrot habe ich auch Hackepeter, aus dem wird nämlich Kacke später, gegessen. Und aber roh. Also aufs frische Brot. So ganz frisch vom Fleischer geholt und vom Metzger um die Ecke. Und hab eine Scheibe Brot gegessen. Mit Hackepeter. Und hab's wirklich geschafft, auf die eine Scheibe Brot Hackepeter eine ganze Zwiebel drauf zu basteln. Nice! Ich will auch. Also meine Freundin hat eine ganze Zwiebel klein geschnitten in so Scheiben, ganz dünne Scheiben, und die hat, glaube ich, eine Scheibe oder zwei Scheiben genommen. Der Rest lag bei mir auf dem Brot. Und heute früh, also gestern Abend, habe ich ja schon gestunken wie ein Schwein. Und heute beim ging dann richtig ab. Ja, gestern Abend beim Zähneputzen, da hat es schon, ja, war da schon unangenehm. Da kam halt mit raus. Und heute früh beim Zähneputzen habe ich gedacht, ich putze mir mit Zwiebelwasser die Zähne. Ja. Also das hat so gemeinert aus dem Mund, das ging gar nicht. Das da habe ich mies. Gedacht, also Knoblauch machst du heute mal nicht. Hol dir mal Müßiggang. Vor allem, wir sind morgen früh zum Geburtstag eingeladen. Also Samstag früh um 10, das hatte ich auch so noch nicht. Zum Brunchen. Zum Brunchen, ne? Oder? Brunch, genau. Ja, ist so nice. Kann man nochmal machen. Kann man mitnehmen, auf jeden Morgens Fall. Morgens brunchen und abends dann auf eine richtige. Und abends wegknallen. Also, was heißt wegknallen? Ich meine kein halt. Bier vor 4. 4 oder 16? Da gibt's aber eine Uhr, da ist alles in alle Zahlen 4. Ja, Mensch, ist auch richtig so, ne? Ja. Mach doch mal die Scheiße jetzt fertig hier, Mann. So, Jungen, 4. Oh, hier haben wir richtig was drin gehabt, Jungs. Junge Hits. Boah. 450 Tonnen, 460 Tonnen, da geht ja was. Einen ordentlichen Schlag haben wir hier gemacht. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt ansehen, kann ich auch wieder die Zeit, muss ich ja wieder die Zeit runternehmen und dann, ey, können wir nicht einfach die Zeit auf 30 lassen und ansehen? Nee, dann haben wir alles verbuggt. Oh, Grimme, wir können den Vollernte im Sonderangebot kaufen. Gut, dass wir die erst verkauft haben, du.
Schön ist übrigens auch, dass wir gar nicht alles hier reinschaufeln können, weil gleich das Gülle überflutet. Ach, da war ja noch was mit der Gülle, ne? Ja, wir können jetzt einfach mal gucken, wie lange das reicht. Dann können wir das Feld hier düngen. Belegen. Auf kurz oder lang brauchen wir den eh, ne? Wenn wir jetzt was. Warte mal, ein bisschen auf den Preis gucken, dann. Was modtechnisch, was der Mod kostet. Was kostet? Der Kotte Garant vom Profi-Pack, der 4-Achser, 32.000 Liter Gülletank zum Düngen, liegt bei schnittigen 215. Ja, aber das ist eigentlich passend, oder? Für einen 4-Achser? Ja, auf jeden Fall. Und der Zubringer, der 3-Achser, also der einfach mal so ein bisschen was bringt, glaube ich 40.000 Liter oder 50.000. Wie viel Geld haben wir denn gerade? 39. Ach, erst 39, Mensch. Ist ja kein Geld. Weißt du, was wir jetzt machen, Guten? Was denn? Ich nehme jetzt die Zeit hoch, ich lasse die Zeit jetzt so, du haust jetzt die Schaufeln rein, bis wir das Feld kaufen können und dann nehme ich die Zeit runter und dann geht's ab, okay? Ach so, nee, so viel müssen wir noch reinkriegen, oder? Ja, das wird auf jeden Fall knapp, wir können ja dann entscheiden. Also erstmal schaufeln und wenn nicht mehr schaufeln geht, müssen wir dann halt Gülle erstmal kaufen. Stellen wir Gülle fast daneben und lassen das laufen. Genau. Dann machen wir da einen guten Schlag weg. Jeden, ne. Ich mag die Tage irgendwie nicht in Australien. Magst generell die Tage nicht? Doch. Nee. Auf Tour war es irgendwie richtig schön. Und kennt ihr Gorzkowa? Das ist auch eine geile Map. Beste Map. Was die ist Gorzkowa? Richtig schön. Richtig schöne Texturen hat die. Das ist so eine polnische. Mhm. Und keine Müll. Keine Milf? Nee, keine Müll. Ist das eigentlich bei dir so angekommen? Hä? Ist das bei dir so angekommen, die Milf-Geschichte damals? Weil der Part ist jetzt durch. Ja, die kam ganz gut. Ja, du, da habe ich auch so einen und anderen Kommentar bekommen. Wie, die hatten auch eine Zündung dran? Wie viel Geld? 79. Bei einer Miele sag sie mir mal an, ne? Ja, wieso ist hier schon gekrubbert? Ja, Mensch, alles stimmig. Ja, gar nicht. Können wir den nächsten Mal mit Güllezubringer arbeiten? Das habe ich noch nie gemacht. Doch, also habe ich, aber schon also vor den Ewigkeiten. Also die Andockstation mit Zubringer und mit Andockstation, Zubringer und dem Kotte Garant ist schon mal was Feines, nicht? Ja, dann kann man endlich mal die Gülle effektiv nutzen bei den... Richtig bei den effektiv, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es gibt noch so einen Feldcontainer. Gibt auch noch einen Cerion, ne? Der das Ganze schick macht. Mit so einem Auflieger hinten dran mit Gülle. Oh, den kenne ich nicht. Ja. Diesen Saddle Truck, also dass der hinten Gülle fast 20, 30 Tonnen drauf hat und dann das direkt mit einer Scheibenegge unterarbeitet. Das ist auch nice. Kenn ich. Ja, aber es gibt noch diesen Container für die Felder, den kannst du am Feld dran stellen. Und kannst du befüllen, da kannst du, glaube ich, auch 400.000 lagern oder so. Alter, 400.000 ist aber auch schon ein bisschen heftig, oder? Naja, gut. Ist ein großer Container. Das sind wahrscheinlich eher 10 Container. Wie ist denn das nun? Düngen wir dann mit Gülle oder soll ich das Feldweile düngen? 1 Million. Ich würde sagen, hier in der Nähe düngen wir mit Gülle. In der Nähe von der BGA und ganz hinten Raps machen wir mit Kunst. Erstmal noch. Oder obwohl mit den riesigen Teilen da macht er vielleicht auch Sinn, darüber zu fahren. Aber wir haben nur so lahme Maschinen, die fahren aber ja nur 40. Aber ich würde sagen, das was jetzt noch drin ist, können wir doch erstmal noch leer machen, oder? Den Dünger. Den Kunstdünger. Ja genau, den können wir auf jeden Fall leer machen. Der unten stellt. Und im Endeffekt kostet der ja auch nicht die Welt. Nee, oh Gottes. Gar nicht. Hast recht. Übrigens, Gülle, es geht noch. Wir haben 94% da drin. Ja, dann Schaufel, komm, das Feld kriegt man zusammen. Ja, müsste eigentlich passen. Welches können Feld wir das direkt wollen wir eigentlich kaufen? Hier das direkt neben der BGA. Dann können wir hier an den beiden Feldern nämlich häckseln, weil das die beiden großen Felder an der BGA direkt sind. Ganz kurze Wege. Da reichen 2 Leute zum Abfahren. Und
dann können wir hier damit unser Hauptgeld verdienen und da hinten ein bisschen nebenbei schön Raps machen. Oder später mal Gerste, wenn wir dann Stroh brauchen für Kühe. Ja, na Stroh für Kühe und auf jeden Fall ja auch brauchen wir gut Gras. Wegen der Heu. Wegen der Heu, Mensch. Jo. Da kann man ja einfach mal das ganz große Feld unten Gras machen. Als Beispiel? Das wäre doch nice. So ein Feld müssen wir uns auf jeden Fall auch im Let's Play noch kaufen, das ist klar, ne? Klar ist klar. Das war eigentlich immer so mein Hauptziel hier auf der Map. So ein Ziel, so ein Feld da zu besitzen. So ein riesiges, ne? Ja, so eins von den beiden da. Ich weiß ja, nicht, ob die gleich groß sind oder... Bin auch noch nie in den Genuss gekommen. Ich hab's mir noch nicht mal irgendwie privat so mit gescheitertem Geld geholt. Gar nicht, ich auch nicht. Und dann, also 1,16. Das ist was für den 100. Part hier. Dann jeder ein, dann laden wir uns nochmal hier den Kadett ein und den Dennis und wie sie alle heißen. Jeder ein 77 Terra und dann gib ihn. Jawohl. Dann wird das Ding geschrubbt. Aber volle Kanone, ey. Aber da könnte man den 77er nehmen, den wir jetzt haben. Und zwar die USA-Version, die haben wir. USA-Version, weil da kannst du bis 12 Drescher gleichzeitig fahren lassen. Ja, ich möchte aber gerne manuell fahren, weißt du? Wenn wir so schön viele Leute schon haben. Manuell? Ja, meh. Und wer fährt ab? Ja, ab, das macht der Tino. Ist ja wieder mal geil. Vor allen Dingen am besten so 10 Stück am Stück. Weißt du, so. Ich hab natürlich auch einen geilen Roadtrain, ne? Mit Überladewagen und Roadtrain. Was soll ich dir mal was sagen, ey? Ich hab noch zwei Habe Überladewagen, den 26 und den 36 Tonner. Ich auch. Mit zwei oder drei Achser. Die würde ich auch echt gern mit reinnehmen. Weil bei den großen Feldern mit Überladewagen, ich finde das so genial. Überladewagen am Rand dann schön Roadtrain stehen haben. Genau. Oh. Und dann rein. Boah, und dann so richtig schön ein paar 77er. Das klingt auch bonzig, ein paar. Aber so muss sein, ne? Wie viel Geld haben wir? 1,09. Ja, dann geht's gleich auf mit den neuen Feldern. 70.000 noch besser. Wie wär's das eigentlich mal, wenn du arbeiten würdest? Du springst die ganze Zeit nur in der Gegend rum, anstatt hier mal zu malochen. Ja, es ist alles beschäftigt. Ja, ist denn wirklich alles gegrubbert? Ich bin mir da nicht so sicher, da hinten am Hof. Nein, oben wird gerade das letzte Feld gegrubbert, Feld 5. Ja, musst du selber machen, Mensch. Nicht immer den Helfer. Mach ich doch. Der kostet auch Geld. Ja, du springst hier vor allen Dingen bei mir in der Schaufel rum. Den Tempomat drin gehabt. Ja. So. So, dann können wir nämlich... Also wir brauchen unbedingt auch noch einen Traktor, weil hier... Wir auf jeden Fall mal vernünftige, weil wir haben ja nur die 40 km/h Dinge. Der Case ist eigentlich was für den Acker und nicht zum Transportieren. Wir können ja auf jeden Fall den 939 holen. Das ist ja mal ein Allrounder. Ja, und... Kann man auch mehrere davon holen. Ja, wenn der Guten noch den 936 hat. Oder wir machen den 8000er rein. Der passt dann mehr zu Australien. Ja, gut, wenn du sagst, der ist... Da habe ich nämlich wirklich einen, der ist auch unverbuggt und alles sauber. Welche aber auch nicht schlecht sind, ist dieses Airpack, was auch beim Mod-Contest war. Das ist schon der Airpack. Ja, das habe ich, glaube ich, auch drin. Auf jeden Fall der 6150R mit Frontlader. Der ist eigentlich der beste. Den finde ich sogar besser als die vom Airpack. Das stimmt, ja. Der hat ein sehr gutes Fahrverhalten. Und da können wir nämlich die ganzen anderen können wir rausschmeißen. Da verkaufen wir die und dann fliegen die raus. Ja, der Radlader kann drin bleiben. Güllepack. Nee, ich meine die John Deere-Traktoren. Ja. Ich überlege nur so generell mal, was man so wieso nicht nutzt. Müssen wir vielleicht mal eine Notiz machen, ne? Ja, weil wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wir haben locker hier 40, 50 Mods drin. Aber irgendwie nur komische Sachen. Ja, genau. Das ist so komische Sachen, die man irgendwie gar nicht nutzt. Na gut, dieses Catpack müssen wir halt mal sehen, ob wir das drin lassen. Aber da würde ich halt gerne, ganz gerne mal den Tieflader holen, um dann die auch mal hin und her zu fahren. Gerade auch die Mähdrescher und so. Bei mir war der ein bisschen verbuggt, als ich den mal getestet habe vor einem Monat oder so. Dann konnte ich irgendwie nicht ankuppeln, der war immer so tief. Der war immer so halb im Boden bei mir. Ging Wunderbra. Wunderbra, das ist gut. Dann machen wir das Wunderbra. Wie viel Geld haben wir? Noch 20.000 bitte. Okay. So viel soll ich dir da noch reinknallen in die Öffnung? Ja, hau mal rein, du, das ist ja häckselt. Boah, dass wir uns hier aber auch so mit BGA am Leben erhalten.
Boah, es ist eigentlich. Eigentlich ist es ein bisschen ätzend. Ja, aber nur so kriegen wir so viel schnell Geld zusammen, dass wir bald hier auf die großen Felder können. Ja. Das ist also echt traurig. Also das Schöne ist ja, das Megaprojekt mit dem Add-on, die Titanium Edition. Ist wahrscheinlich mittlerweile schon vorbei, wenn dieser Part hier kommt. Ja, also aber jetzt gerade ist es noch nicht mal gestartet. Achso, hier stand noch ein Traktor. Ne? Ich bin ja, ist noch eine Woche hin, gut. Ja, eine Woche noch bis zum Megaprojekt. Vor allen Dingen freue ich mich riesig drauf und es wird bestimmt ziemlich hart am Anfang. Also die Gülle-Gruppe ist voll, die hat 100%. Müssen wir mal gucken, ob dann. Oder ob denn ich jetzt eigentlich normalerweise glaube ich, man kann da nichts mehr reinschmeißen. Aber es kann auch sein, dass man einfach keine Gülle dafür mehr kriegt. Das wäre ja nicht so schlimm. Doch, es geht. Kommt noch Geld an. Ja. Auch die vollen. Dann kriegen wir jetzt einfach keine Gülle mehr dafür. Haben wir Gerste? Das ist ja nicht weiter schlimm. Gerste haben wir glaube ich nicht, oder? Moment. Haben doch nur noch BGA gemacht. Haben wir Gras? Gras haben. Aber nur ein paar Gramm, ich weiß nicht, die wollen immer andere Mengen. 2600 Raps, das war's. Auf Raps wollen wir dann den nächsten Mal, weiß ich nicht, da sparen wir mal eine Megatonne oder so zusammen. Weißt du, so 1000 Tonnen. So, da kann auch weitermachen. Wie dann, viel Geld? Es reicht, ich kaufe Feld, okay? Warte, ich tue noch eine Schaufel rein, das sieht dann noch etwas bonziger aus, wenn noch etwas mehr überbleibt nach dem Feldkauf. Starkes Ding. Ja, wir brauchen noch mehr, wir brauchen ein Güllefass. Du kannst uns die Zeit erstmal noch ein bisschen hochlassen. Sonst ja, kann ich hier nicht schnell genug schaufeln, weißt du? Weil jetzt gerade beide ansehen. Oh, am besten nochmal pausieren, sonst muss ich aufhören zu schaufeln, ne? Am besten so 60 oder 30, das müsste eigentlich reichen, damit ich konstant schaufeln kann. Ich weiß, was du machen willst. Nacht haben. Du wirst Zeit schinden. Und der Tag blendet so. So, ich kaufe mal Feld, ne? Ich komme mal eben, möchte ich mir das angucken. Warum? Was soll ich jetzt kaufen? Da vorne steht er. Nimm den. Was? Da vorne steht er. Oder willst du es? Komm, gut, kauf du es, du hast es geschaufelt. Oh. Ach, ja, Mensch, dann überweis mir mal das Geld, ne? Das sind mir jetzt zu viele Klicks. Ja, dann kaufen. Ich kann ja nur in 10.000er Schritten. Hier müssen wir auch noch Gülle ausfahren. Deswegen sage ich ja, wir brauchen Geld für ein Güllefass. Also wieder schaufeln, wer will schaufeln? Ja, komm, ich schaufel mal eine Runde. Mach am meisten Zeit noch mal etwas runter, sonst ist gleich der nächste Tag schon wieder vorbei und alles mit dem Wachstum ist dann noch blöder. Haben wir irgendwo so eine große Sämaschine? Wir haben doch die 8 Meter Dinger. Ich meine jetzt aber die ganz große. Nein. Nee. Haben wir nicht. So prollo sind wir hier nicht. Dann brauchen wir auch noch so eine, weil sonst bist du ja hier 5 Parts beschäftigt mit dem Feld. Ja, also für Mais ansehen ist die ein bisschen sehr klein, das stimmt. Das ist eine 9-reihige, ne? Oder sowas? Ja. Ist ja an und für sich auch keine schlechte. Keine schlechte, aber für 2 Riesenfelder. Ihr seid mir mal 2, die hier so auf die Größe gehen. Alles ihr guckt doch nur auf die Größe. Ja. Gut. Was macht der da? Ja, ich glaube, ihm war schlecht von seinem im Kreis fahren. Ich will gar nicht wissen, was ihr da macht. Ich bin im Kreis gefahren. Sag nicht immer wir. Ich hab damit nichts zu tun. Du hast damit nichts zu tun. Nein. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Wirklich? Ja. Du bist hier doch sowieso der ganz Schlimme. Ja. Niemals. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier alles ordentlich gedüngt kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall die Andockstation. Und wir brauchen den Zubringer und wir brauchen den. Na gut, den Zubringer bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, wir bräuchten erstmal nur den Kottegarant. Also 215.000. Ja, kriegen wir die noch da, ja, locker, oder? Ja, noch. Aus beiden Silos. Zwei Silage. Und dann noch 150.000 für eine Condor? Das eine ist leer. Oder wie habt ihr das gedacht mit der Condor?
Die kostet ja, 150. Wir haben ja eine gemoddete, ne? Wir haben ja eine gemoddete Condor, die... Die ist im Angebot, oder wie? Aber jetzt sag nicht für einen Euro. Nein, die kann Mais. Aber auch für 150, oder? Was kosten die, David? Also billig war sie nicht, warte mal. Ich guck gerade, ich guck gerade. Guck's gerade. 57,5. Nee, oder? Hier kommt dann irgendein Farming Shop auf Deutsch. Mais und Rüben-Ready, die andere. Die andere kostet 155. Welche war das? Die hat 5000 Liter Saat und ach so, das war die mit der Unterfußdüngung. Ja, aber die hat keine Essen, nicht Mais-Ready. Die andere kostet 57. Die Mais-Ready kostet 57? Ja, Mais und Rüben-Ready. Das wäre aber die ihr jetzt haben wollt, oder für Mais? Naja, das ist die Condor, die 15.000er. Die richtig einen Schlag weghaut. Was kostet die Original? 150, ne? Ja. Ja, haben wir den Kredit schon voll zurückbezahlt? Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, nehmen wir den auf. Ja, jetzt mal ehrlich, komm. Wir können den mit ein paar Schaufeln schon wieder zurückbezahlen. So, hier eine chillige Sache, Mensch, würden die Jugendlichen sagen. Wo kriegst du, wo war Kredit nehmen? Einfügen. Ach ja, einfügen war die Bank. Mensch, Junge. Also zurückzahlen können wir nichts mehr, das heißt, wir sind schuldenfrei. Ja, und dann kannst du dir das Geld für eine Sämaschine und was alles aufnehmen. Ja gut, wir haben aber auch schon wieder 150.000 auf dem Konto. Ja, dann musst du auch nichts aufnehmen, wenn du schon alles hast für Gülle und Sämaschine. Soll ich schon mal zum Händler fahren? Nee, ich hab mal eine andere Frage. Wie lange ist denn der Part jetzt schon? Du stoppst. Das sind wir drüber. Dezent, wahrscheinlich so eine halbe Stündchen, ne? Ich glaube, wir haben zwei Parts. Oh. Also ja. Ich hab hier gerade, warte mal, mir zeigt's hier gerade an, 72 GB. Ja, das sind wohl eher zwei Parts. Wenn nicht sogar etwas mehr. Weiß ich nicht genau. Sind wir schon bei 30 Minuten oder nicht? Weil sonst könnte man wirklich gleich zwei Parts draus machen. Dann mache ich einfach einen Cut in der Mitte. Müssen wir gucken, ne? Am besten wir stoppen jetzt einfach mal. Warte mal. Ja, machen wir mal einen Stopp. Machen wir erstmal eine Verabschiedung. Tschüss. So, na gut, dann ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Diesmal halt leider mit Schnitt in der Mitte. Weil wir es verpennt haben. Aber es ist ja nichts Neues. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.